Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Between Me and the Night. Ja, dadurch, dass ich nicht das Fenster hier aktiviert habe und ich nichts machen kann, yay. Warum kann ich nichts machen? Nein, warum kann ich nichts machen? Ah, ja, jetzt kann ich irgendwie was machen, alles klar. Gut. Eben hat es nicht funktioniert und jetzt bin ich gegen meine Tastatur gestoßen. Das ist toll. Ja, nachdem es im letzten Part so schleppend voranging, hoffe ich, dass es in diesem Part ein bisschen schneller vorangeht. Ja, ich glaube, wir können jetzt, ja, wir können runter. Das ist gut. Uns ist uns ja im letzten Part der Fernseher weggelaufen, buchstäblich. Das ist vielleicht nicht ganz so praktisch, aber hey, wem ist das nicht schon mal passiert? Also muss man mal so sagen. Also mir passiert das andauernd. Mom liebte sie. Dad hatte sie ihr zum Geburtstag geschenkt. Kann man die mitnehmen? Oh scheiße, man kann alles mitnehmen. Warum kann man es mitnehmen? Ich habe mal genau solch ein Glas zerbrochen. Mom war so sauer. Yay, ich kann sie mehr mitnehmen. Ich weiß nicht. Ah, okay, man sieht auch noch die Türen gegenüber. Ich weiß nicht, was man wirklich alles braucht und wie schwer es denn im Nachhinein wird. Sieht schwer aus. Keine Ahnung, ob es sich bewegen kann. Lässt. Man kann es bewegen. Oh shit. Alles kann man hier machen. Okay, hier kann man offenbar nichts machen. Dann rennen wir mal in die andere Richtung. Kann man sich die Bilder anschauen? Ah, nee, die sind außer Reichweite. Das geht leider nicht. Gut, schauen wir uns erstmal das Bild an. Noch eines der Bilder. Was hat ihnen gefallen hatten? Ja, okay. Kann man das jetzt so? Na, so, perfekt. Das ist wirklich sehr bunt. Ach, wirklich? Ich fast nicht gedacht. Das ist wirklich cool, finde ich. Okay. Du hast mein RGB-System. Oh. Tut mir leid, Kumpel. Geh nicht weg. Wir verstehen uns doch so gut. Warum tust du mir das an? Okay, ich würde sagen, wir schauen uns erst noch den Rest an. Oh, hier ist eine Bildreihe. Noch eines der Bilder, die ihnen gefallen hatten. Okay, was auch immer das bedeuten soll. Hier haben wir... Mama hat mir versichert, dass dieses Geweih zu keinem Tier gehört. Es ist aus Gips. Oh. Von einer ganz billigen Sorte. War eine Schublade, um Dinge zu verstauen, ja. Kann man da irgendwie... Ich verstaue mal meine Schulbücher, damit ich nie wieder... Schade. Ich wollte gerade sagen, damit ich nie wieder lernen muss. Aber okay, das können wir wohl vergessen. Kommen hier den Spielzeugsoldaten, den können wir verstecken oder auch nicht. Ja. Ist ja gut, ich möchte dich wieder zurückpacken. Geht das nicht? Achso, man muss einfach loslassen. Alles klar. Passt das rein? Nein. Okay, die Vase wird sicherlich auch nicht reinpassen, aber hey, wir versuchen es einfach mal. Puh, dann nicht. Passt es so rauf? Nein. Ah, die sind aber auch wählerisch. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch die Comics. Aber warum sollten die denn passen? Das ist jetzt so hier die Frage, die man sich... Ach, leckt mich doch. Ja, das ist wirklich cool, finde ich. Ob das einen Sinn hat, dass man Licht an- und ausmachen kann, oder ob es nur einfach daran liegt, dass man halt wirklich was sehen kann oder auch nicht. Oh Mann, dieser Fernseher. Warum tust du mir das an, Fernseher? Wir waren noch so gute Freunde, mal. Okay, hier kann man nichts anwählen. Kann man irgendwie was verschieben, ja. Kann das Ding nicht zurückziehen? Echt nicht? Wow, das ist irgendwie... Na gut, dann soll es wohl nicht so sein. Hier kann man hoch, oder? Ja, hier kann man hoch. Alles klar, Herr Kommissar. Was denn hier? Hier ist ja absolut gar nichts. Oh nein, wir wurden hineingezogen irgendwo hin. Ich weiß nicht, wohin wir gezogen wurden, aber wir sind jetzt derbe Night Warriors, anscheinend. Yeah, toll. Wir haben gerade die epischste Verwandlung in unserem Leben hinter uns. Das ist schön. Wow, das ist irgendwie cool. Aber wir können nichts machen. Und ich höre nur gruselige Schreie und hier steht RB. RB, kämpfen. Achso. Okay, wenn ich versuche, die rechte Schultertaste... Hä? Ah!
Irgendwie ist das hier ganz komisch. Aber wir können schlagen, das ist interessant. Können wir uns irgendwie auf... Okay, wir können sie schlagen. Und wir können es auch verteidigen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen komisch hier gerade. Okay, er ist tot. Bams. Funktioniert alles sehr interessant hier, muss ich ja mal sagen. Können wir hier runterfallen? Nein, schade. Alles klar, dann halt nicht. Wer möchte auch schon runterfallen? Niemand. Also wir können mit der Taste schlagen, wir können so verteidigen, wir können so nichts machen. Na gut, nur wenn Gegner in der Nähe sind, dann kann man die rechte Schultertaste betätigen. Zumindest hat sie nur da einen Sinn. Kann ja auch nichts erkunden. Das ist ein bisschen schade. Und wir brauchen Schlüssel offenbar, um hier reinzukommen. Dass wir denn in dieses wunderschöne Gesicht stecken können. Yay, das ist toll. Yay. Gut, gehen wir hier die Treppen hoch. Das sieht alles sehr interessant aus, muss ich ja mal sagen. Wir können einen Schalter betätigen. Was kann da schon schief gehen? Tja, ich sag doch, was kann da schon schief gehen? Aber wir gucken erstmal unten lang, inwiefern das jetzt was geändert hat. Also irgendwie hat sich ja was bewegt. Aber offenbar hat sich hier nicht viel geändert. Gibt's hier unten noch was? Hier nur schwebende Steine. Alles so uninteressant für uns. Uns interessiert einzig und allein irgendwas. Die Prinzessin, genau. Man rettet ja in diesen Fällen immer die Prinzessin. Aber interessant, da wollen wir einfach in so eine Konsole... Schön, wie unten irgendwie so ein Licht erscheint, wenn man... Soll ich Staub darstellen? Ich denke mal, das ist Staub. Man schlägt, dann husch, dann macht's husch. Yay. Und es scheint ganz schön stürmisch hier zu sein. Ist nicht so toll. Oh, ich sehe so meinen Schatten. Ja, ich fürchte mich vom eigenen Schatten. Gibt's ja nicht. Oh nein, da wollte ich jetzt nicht unbedingt reingehen. Oh, das sieht sehr... interessant aus, wollte ich schon fast sagen. Yeah. Oh, es ist Tag. Schatz, komm runter, Frühstück ist fertig. Ah, dann war alles nur ein Traum. Könnt ihr wieder alles anschauen? Was ist das denn? Meine erste Platte, Dad hat sie mir gekauft. Es ist verkratzt und mehr nicht mehr funktionabel. Stand es da? Egal. Cool, okay, das ist ganz normal. Weiß ich jetzt, hier ist alles wieder so, wie es mal war und die Konsole ist auch wieder da. Es funktioniert nur ein Kanal. Ja, ist egal. Der mit all... Was? Mit all den Tierdokus. Okay. Interessant. Könnt ihr jetzt hier wieder... Ich nehme mal nichts großartig mit. Man kann wieder Licht... Okay, wir machen mal hier Licht aus. Wir wollen ja umweltfreundlich sein. Aber ich finde die Atmosphäre, die Optik des Spiels bisher ziemlich geil. Muss man mal so sagen. Hui, wo ist nochmal das, was ist das? Panzer, interessant. So, wo ist jetzt nochmal die Küche? Ich möchte gerne in die Küche. Setz dich hin, Schatz. Warum versuchst du immer in mein Zimmer zu kommen? Das ist mein Zimmer. Okay, offenbar Bruder? Schwester? Eventuell? Ah, da geht's noch ein bisschen runter. Was ist hier? Verschlossen. Oh, das ist natürlich traurig. Kann man das Ding jetzt öffnen? Ja, man kann es öffnen. Aber ich glaube, es hat keinen Sinn. Setz dich hin, Schatz. Ja, setz dich hin. Oh, da geht's raus. Oh, ein Balkon. Kann man hier nichts bewegen, das ist zu schwer. Alles klar. Sieht sehr schön aus, der Hintergrund. Der gefällt mir sehr gut. Allgemein ist es, denke ich mal, so ein sehr atmosphärisches Spiel. Also, ich denke mal, das steht außer Frage. So, wir gehen jetzt aber erstmal runter. Genau. Ganz bequem. Ganz vorsichtig. Lass dir Zeit. Was ist denn das? Diese Kassette ist zu klein für den Walkman. Bikeman. Schön. Bikeman. So, wir müssen Strom sparen hier, Leute. So, Medieval Toys. Kann ich mitnehmen? Das wäre toll. Noch eines der Bilder, die ihnen gefallen hatten.
Wer ist ihn? Weiß nicht. Ui, das sieht ja sehr düster aus hier. Warum kann man sich so viel ansehen? Sieht schwer aus. Keine Ahnung, ob es sich bewegen lässt. Finden wir es heraus. Ja, wir können es bewegen. Wow, das war eine epische Quest. Gut, dass wir sie erfüllt haben. Macht einen Höllenlärm, wenn sie läutet. Aber ich mag den Klang. Okay. Oh, wow. Ich muss hungrig sein, das ist leer. Ja, so groß wie das Ding ist. Kann sein, dass du vielleicht doch noch träumst? Das ist wirklich cool, finde ich. Ich glaube, das kann ich bewegen. Finden wir es heraus. Ja, wir verstecken uns. Ich bin nur ein Sessel. Nur ein kleiner... Fuck. Vielleicht bin ich doch kein Sessel. Vielleicht bin ich ja auch nur ein dummer Idiot, der sich als Sessel verkleidet und in ein riesiges Biest läuft, was mich essen will. Ich habe nie verstanden, was an diesem Foto von Löffeln so toll ist. Ich wollte es eigentlich nicht mitnehmen. Ja, na gut. Was können wir uns ansehen? Wir haben es von Großmutter mitgebracht. Okay, er schläft. Mom und Dad sehen auf diesem Foto so glücklich aus. So jung. Oh, Junge. Was kann ich bewegen? Willst du das Nein, okay. Man kann da offenbar nichts machen. Ich glaube, dass einfach nur eine riesige, gefräßige Katze irgendwie gefüttert werden möchte. Was ist das hier? Es sieht mit dem Laken sehr interessant aus, muss ich sagen. Hier kann man rein. Oh, ja. Nein, ihr seid nur komische Gestalten. Mit euch möchte ich nichts zu tun haben. Licht macht mir wieder aus. Können wir irgendwas hier machen? Ah, das ganze Ding kann man anwählen. Sind das viele? Ich mag diese von Jules Verne. Oh, Jules Verne ist cool. Einer, der sehr weit in die Zukunft blicken konnte. Wer nicht kennt, er hat unter anderem die Geschichte 20.000 Meilen unter dem Meer erfunden. Ja, sieht schwer aus. Keine Ahnung, ob es sich bewegen lässt. Es lässt sich bewegen. Genau dieselbe Kiste hast du auch oben. Ach, wir können verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Gut, dann halt nicht. Warum habt ihr die Kisten mehrmals gleich gestapelt? Könnt ihr mir das mal verraten? Sieht schwer aus. Keine Ahnung, ob es sich bewegen lässt. Ja gut, ich glaube, hier ist nicht sehr viel. Auf jeden Fall, Jules Verne hat coole Bücher geschrieben, auch wenn ich selber noch keins gelesen habe. Aber er ist halt bekannt dafür. Yay. So, ist hier im Kühlschrank irgendwas? Ich möchte was aus dem Kühlschrank nehmen. Ich habe keinen Hunger. Aber die Farbe ist cool. Immerhin das, ein kleiner Trost. Mein Bruder ist dran mit sauber machen, nicht ich. Ah, tja, faule Sau. Hallöchen. Ich glaube, das kann ich bewegen. Ha. Okay, ich glaube, sie kümmert es nicht so. So, du brauchst deinen Stuhl auch nicht, oder? Ja. Ja. Wie auch immer ihr das macht, aber es gefällt mir. Okay, das braucht nur Licht. Was ist denn hier? Der Herd. Oder Ofen. Ein feststehender Ofen. Boah, das haben Öfen so an sich. Glaube ich, habe ich mal gehört. Dad wollte immer Nudeln mit Thymian. Ah, Thymian, sehr lecker. Und Mom mochte Knoblauch. Knoblauch ist auch ziemlich geil. Eine Kuchenvitrine ohne Kuchen. Es gibt Kuchenvitrinen? Interessant, was man so alles lernt in diesem Spiel. Ah, es sind alles nur Gestalten hier. Ich hatte immer Angst, ich könnte mich an ein Messer schneiden. Oh, das hatte ich früher auch immer. Das war furchtbar. Na gut, versuchen wir doch mal mit den Gestalten zu reden. Scheinen alle nur im Kopf zu existieren, oder? Tatsache. Er ist offenbar ganz allein. Aber die Frage ist, wieso? Ist das vielleicht doch alles nur ein Traum? Oder was hat das zu bedeuten? Okay, gut, dass du darauf geklettert bist. Fütter die Katze, mähe das Gras. Yay. Wie können wir Katzen füttern? Ich möchte gerne den Stuhl wieder da hinschieben, wo er hingehört. Da kann vielleicht irgendwas rausnehmen? Ich habe keinen Hunger. Was? Oh. Achso, die Katze. Ist das Katzenfutter? Butter, ich hasse sie. Egal, wir zaubern aus Butter und Kohl. Das brauchen wir nicht. So, wir zaubern aus Butter, Kohl und Wasser. Zaubern wir jetzt ganz leckeres Katzenfutter. Ui, was ist denn das? Ah, da kommen wir so nicht ran. Da haben wir doch unseren wunderbaren Stuhl.
Okay, ich denke immer, man könnte mit vom Stuhl aus auf die höhere Ebene steigen, aber das kann man gar nicht. Na gut, schauen wir uns das mal an. Was ist das denn? Das ist ein Souvenir von unserer Reise nach Portugal, okay? Und das ist frische Marmelade, ich liebe sie. Ist die Frage, braucht man? Das Katzenfutter. Katzenfutter. Ich brauche dich doch, glaube ich. Hat man mir zumindest, gesagt. Achso, man kommt auch so ran, oder? Ja, man kommt so ran. Aber dann glaube ich, brauchen wir das gar nicht. Packen wir das mal dahin. Oh, okay, oder auf dem Boden. Auf dem Boden ist auch eine tolle Sache. Man hat ja von der 5-Tage-Regel gehört, ne? Nein, nein, keine 5-Sekunden-Regel, 5-Tage-Regel. Die Leute vertun sich gerne mal mit der Wahrheit. Na, eben ging das doch. Mama hat immer die Katze gefüttert. Was, wenn sie mich kratzt? Ja, denn, keine Ahnung. Lebe damit. Du bist wie ein Mann. Ich muss auch jeden Tag meine Katze füttern. Ich nehm's auch wie ein Mann. Das klang ihm gruselig, oder? Ich empfinde es als ja. So, wir packen mal das Katzenfutter. Na, nimm das Katzenfutter. Packen es hier rein. Dann nehmen wir das Katzenfutter. Noch nicht? Katzenfutter? Ich gehe ja schon. Katze, du hast jetzt da was zu essen. Katze? Hallo, ist es? Oder ist es nicht? Lass es bleiben, gut. Ja. Katze? Wird sie es lecker essen? Huhu! Ach so! Ha, jetzt kann man es natürlich bewegen. Ich Vollidiot. Komm, da ist Katzenfutter! Nimm es! Halt noch ein bisschen näher. Oh, man kann das Ding auch bewegen. Interessant. Finde ich ganz cool. Ja, aber. Oh, das war knapp. Ja, iss schön auf. Freu dich dran. Iss und ersticke. Oder vielleicht auch nicht. Warum kann man es jetzt nicht mehr bewegen? Okay, nehmen wir wieder den Napf weg. Entfernen ihn ganz sicher. Und ich würde sagen. Was für. Du bist satt, aber immer noch sauer. Kann ich ja nachvollziehen, ne? Okay, ich dachte, man könnte das Blaue irgendwie anfassen. Jetzt muss man ja irgendwie noch. Man kann ja noch irgendwie auf dem Balkon Rasen mähen, wollte ich schon sagen. Man kann ja irgendwie nach draußen. Hier ist alles versperrt. Ja, gut. Ah, nee, stimmt, das war ja eine Etage höher. Und da war nur Dach, nix mit. Krass, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das an der Stelle erstmal und schauen im nächsten Part, wie es weitergeht. Das ist ja sehr interessant, offenbar. Wir können Lichter machen, wow. Das Spiel begeistert mich bisher doch recht gut. Und die Rätsel sind interessant bisher. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir dann mal, wie wir den Rasen gemäht bekommen. Denn es heißt ja, mähe den Rasen. Für die Katze, mähe das Gras. Oder das Gras, genau. Na gut, bis zum nächsten Part und ciao.